Asia, wie lieb ich dich. Du bist diese eine Liebe, die ich nie wieder. Oh, was dauert du auf dem Spaß? Ein Schick oder ein Sieg oder Niederlage. Es gibt für mich keine Farbe, die ich lieber trage. Du bist die Nummer 1, wunderschön. Bevor ich dich verlasse, würd ich auch mit dir untergehen. Ich steh immer vor, ganz egal wo du auch bist. Und ohne dich, wo muss ja jetzt für mich den Zufall. Borussia, wie lieb ich dich. Du bist diese eine Liebe, die es nie wieder gibt. Ich fieber jeden Spieltag mit. Ganz egal, ob Sieg oder Niederlage. Es gibt für mich keine Farben, die ich lieber trage. Du bist die Nummer 1, wunderschön. Bevor ich dich verlass, würd ich auch mit dir untergehen. Ich steh immer da, ganz egal, wo du auch bist. Und ohne dich, Borussia, gäb's für mich den Fußball nicht. Wenn du das Spiel gewinnst, ganz oben stehst, dann stehen wir hier und singen Borussia. Borussia BVB. Und wenn du das Spiel verlierst, ganz unten stehst, dann stehen wir. Schwarz und Gelb,
man schlagen kann. Egal wer uns trainiert, egal wer auf dem Rasen steht. Das Wichtigste ist, dass er stolz deine Farben trägt und Einsatz zeigt für den Verein. Borussia, wir werden immer bei dir sein. Karl-Heinz Riedle. Dan kita sudah kedatangan maskot dari BDFCI. Ada yang tahu namanya siapa? Emma. Kita kasih aplaus buat Emma. Dan juga kita sambut tamu kita, Karl-Heinz Riedle. Dan saya Viola, akan memandu sesi tanya jawab, tidak perlu berlama-lama karena waktu kita yang mepet. Karl, how are you? I'm fine, thank you. What do you think about Jakarta? This is your first visit to Jakarta? To Jakarta, yes. Yeah, it's my first visit. Good evening all to you, and that's my first visit to Jakarta. It's my second time in Indonesia. I was in Bintana, outside from Singapore, but in Jakarta it's my first time. In Jakarta, it's our first time, as I said it before, and hopefully not our last time, because I think we had a really nice welcome over the last 3 days here. And everything was very smooth, the pools, but we had a really fantastic start. We changed last year our coach, even very successful. We've been qualified for the Champions League and we won the trophy. So, but this year, with the change of the manager, everybody was thinking maybe it will be a hard beginning, but it came completely different. So we are top of the table, 5 points behind, or in front of Bayern Munich. So hopefully it goes like this for the next for the next games. But in the Champions League, we didn't do so well so far. We lost twice. Okay, you can lose against Real Madrid and even against Tottenham, but Tottenham was a really big loss, so we need to win there as soon as possible, if not, we will drop out. And what do you think about Before Big Fans? Because Before Big Fans is one of the most biggest. Yeah, I mean, I think everybody who looks or who is interested in Liverpool football knows that Borussia Dortmund has definitely the best fans maybe in the world. So if you ever have the chance to come to a home game, then you know what I'm talking here. And our aim is, because we come here to Indonesia, we want to make some relationship with the fans here. Hopefully we can give the same feeling what our fans love from this club. So that's the most important thing, that over the next years we are present here in this market, and we'd like to gain more friends and fans. Busy.
Borussia, wie lieb ich dich. Du bist diese eine Liebe, die's nie wieder gibt. Ich fieber jeden Spieltag mit, ganz egal ob Sieg oder Niederlage. Es gibt für mich keine Farben, die ich lieber trage. Du bist die Nummer eins, wunderschön. Bevor ich dich verlass, würd ich auch mit dir untergehen. Ich steh immer da, ganz egal wo du auch bist. Und ohne dich, Borussia, gäb's für mich den Fußball nicht. Wenn du das Spiel gewinnst, ganz oben stehst, dann stehen wir hier und singen Borussia. Borussia BVB. Und wenn du das Spiel verlierst, ganz unten stehst, dann stehen wir. Ich bin voller Leidenschaft. Die gelbe Wand im Rücken, deine Fans, dein zwölfter Mann. Zusammen sind wir stark, sodass uns niemand schlagen kann. Egal wer uns trainiert, egal wer auf dem Rasen steht. Das Wichtigste ist, dass er stolz deine Farben trägt und Einsatz zeigt für den Verein. Borussia, wir werden immer bei dir sein. Sodass uns niemand schlagen kann. Egal wer
trainiert, egal wer auf dem Rasen steht. Das Wichtigste ist, dass er stolz deine Farben trägt und Einsatz zeigt für den Verein. Borussia, wir werden immer bei dir sein. Was auch immer geschieht.